2018, wir haben einen Sonntag und es ist 12.51 Uhr. Juhu! Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ehrlich gesagt würde ich die ganzen Kisten im Kloster schon noch knacken wollen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob wir es uns leisten können, noch einen Tag im Kloster zu bleiben, weil wir ja den Schlüssel haben. Und ich nicht weiß, ob die mitkriegen, dass der Schlüssel verschwunden ist und die mich eventuell durchsuchen. Das wäre fatal. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen. Verstehe ich die Angst vor einem Toilettengang schon irgendwie? Hashtag nasses Handtuch. Na gut, ja, das stimmt wohl. Das, ja. Nun. Schwierig. Jetzt noch ein Wetterbericht, eine Verkehrsdurchsage und wir sind im Radio. Ja. Aber das mache ich nicht. Wobei, das Wetter ist bei uns heute übrigens sehr schön. Die Sonne strahlt, der Himmel lacht. Es ist herrlich. Also Wetter ist wirklich richtig schön. Wann lädt denn der so lang? Das ist ja übel. Uff. Der hat lange nicht mehr so lange gebraucht, um das Spiel zu laden. Holy fucking crap. Krass. Das ist ja ganz krass. Bruder Durio, einen wunderschönen guten Tag und Dankeschön. Danke, danke. So, jetzt ist natürlich so ein bisschen die entscheidende Frage. Wir haben keine Dietriche mehr. Es hat sich ausgedietricht. Wir haben noch ein bisschen Gold und ich weiß auch nicht, ich glaube, wir können ihm jetzt auch nicht mehr großartig viel verkaufen. Das ist halt ein Problem. Vor allem hatte ich nicht... Ach doch, ich habe bis 4 geschlafen. Ja, alles gut. Ich dachte schon. Aber die stehen ja immer erst kurz nach 4 auf. Das ist ja so ein bisschen... Die lassen sich ja sehr, sehr viel Zeit. So. Wir wissen jetzt, dass Antonius Pius ist und sollen mit ihm versuchen, hier rauszukommen. Das Blut muss ich jetzt noch abholen früh. Das weiß ich noch nicht, wie ich das schaffe. Warte mal. Die Küche. Da ist der Gebetsraum. Da ist der Speisesaal. Uff. Da sind ja schon einige. Geht nur. Geht ruhig. Haltet euch nicht auf. Pass besser auf. Warum hey, wieso? So Eile? Warum rennt denn der mich schon wieder? Wieso müssen die mich ständig über den Haufen rennen? Hallo? Okay, ich kann die Tür gerade nicht aufmachen. Oh, warum ah, so deswegen. Eile? Okay, hier sind haufenweise Leute. Ich kann jetzt das Blut mit Sicherheit nicht abholen. Dann gehen wir erstmal zum Gebet, bevor ich auffalle. Schwierig. Mit denen von gestern gemacht. Naja, die... Real-Life-Dietriche bringen mir halt leider nicht viel. Die bringen mir leider nicht sonderlich viel. So, ich werde mich jetzt hier hinstellen und dann werden wir hier... Ja, das ist vielleicht ein bisschen lang. Wir werden eine Stunde warten. Mal gucken. Durch die dicken Klostermauern durch mit seinem WLAN. Papa Bär, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Verstehe ich gar nicht. Nun, wenn ich sie ins Spiel transferieren könnte, wäre das etwas anderes. Sind denn die Ladescreens jetzt wieder so lang? Das ist merkwürdig. Ich hoffe, dass sich das widerlegt. Das ist neu. Und nicht cool. Du hast gestern eine Einstellung rumgemacht. Ja, aber das ist doch nur die Objektentfernung. Also die Objektsicht. Kann natürlich sein, dass es daran liegt. Hallöchen, Tomba. Moin.
Ich glaube, ich muss ja noch ein bisschen warten. Wenn ich jetzt rausgehe, kriege ich wieder Ärger. Wollen wir vielleicht die Einstellung mal zurücksetzen? Setz das mal wieder dahin, wo es war. Es war ungefähr hier so, vielleicht. Gucken, ob es hilft. Mal gucken, ob es hilft. Ja, Papa Bär, ich dachte halt mehr, dass es da so um rumliegende Items geht. Ehrlich gesagt. Die Zirkatoren haben grüne. Es fällt mir jetzt aus auf, dass sie grüne Kutten haben. Der Bibliothekar übrigens auch. Ah. Okay. Lass dir schmecken, Wolf. Guten Hunger. Ja, das stimmt, Papa Bär. Das stimmt schon. Da weiß man nie so genau. Ich hoffe nur, dass es jetzt geholfen hat, das wieder runterzudrehen, weil das wäre eigentlich jetzt wenig Lust, dass das die ganze Zeit immer so lange lädt, wenn man wartet oder so. Das ist schon... Oh, uff, das dauert immer so lange. Ich glaube, jetzt kann ich gehen. Nee, irgendwie ist wieder nicht in Ordnung. Ich verstehe es nicht. Ist doch, aber jetzt ist es doch so, weil die gehen da jetzt auch. Ja, vor allem das Problem ist, jetzt gehen die, glaube ich, zum Frühstück. Die gehen doch jetzt... Schön langsam, Bruder. Die gehen doch jetzt zum Frühstück. Alle Novizenamen. Ah, scheiße, die sind schon da. Mist. Heilige, mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Einsichtigen Jüngern wird er die Gebote des Herrn mit Worten darlegen. Hartherzigen aber und. Kann halt jetzt nicht in die Küche, wenn die hier alle rumrennen. Gottes durch sein Beispiel veranschaulichen. In seinem Handeln zeige er, was er seine Jünger lehrt, dass man nicht tun darf. Es gibt nur Ärger, wenn ich jetzt. Glaube ich zumindest. Vor allem, wo ist denn das? Ich weiß ja nicht mal, wo die das Blut ablegen. Also, wo das hinkommt. Schwierig. Mador, einen wunderschönen guten Tag. Alle Novizen haben weiße Kutten, die können nicht gearbeitet haben. Naja, das also doch schon, weil das, was du hier arbeitest, eigentlich relativ entspannt ist. Oh, uff, das kriegt bestimmt jemand mit. Ich weiß ja nicht mal, wo es ist, ey. Donnern, moin. Warte ich bis nach dem Frühstück? Wie viele Spielstunden? Viele. Viele. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Wo ist denn das? Dass ich wenigstens wüsste, wo es ist. Das ist halt jetzt auch wieder. Ich weiß nicht, wo die das hinbringen. Ah, Onkel weiß es wieder genau. Kommt denn das vermaledeite Blut hin? Wo lagern die das? Mist! Ich weiß nicht, wo es ist. Vielleicht ist es noch gar nicht da?
Vielleicht wurde es noch gar nicht geliefert? Moin, Louis. Ich wurde, glaube ich, noch gar nicht geliefert. Rechtschaffene und einsichtige. Muss ich was essen? Sattheit 85? Nee, muss ich nicht. Hallöchen, Felix. Hartherzige, stolze und ungehorsame. Dankeschön, Janus. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke. Und es ist nicht so schlimm. Er kennt doch das Wort der Schrift. Ein Tor lässt sich normal in einer Blutbank. Muss beim Roten Kreuz anfragen oder im Weinkeller von einem Vampirfürsten. Nur darauf, dass die Leute das mit dem Schlüssel checken. Ja, das wäre echt fatal. Warte mal, wir können mal ganz kurz mit Antonius sprechen. Ah, Gregor, reden wir. Letzte Nacht sah ich die Zirkatoren trinken und würfeln. Und warum schläfst du nachts nicht, anstatt durch die Flure zu schleichen und anderen nachzustellen? Ich wollte doch nur... Ich weiß, Bruder. Ich will damit nur sagen, dass du als Novize deine Nase besser aus den Angelegenheiten der älteren Brüder heraushältst. Okay. Du hast recht. Ich mische mich nicht ein. Weise Entscheidung. Weißt du, das Klosterleben ist dem da draußen gar nicht unähnlich. Die Klostermauern halten weder menschlichen Stolz noch Hass fern. Wirklich? Ich dachte, Mönche wären frei von solch menschlicher Torheit. Sie wurden Mönche. Aber sie sind trotzdem noch Menschen, Gregor. Sei hier drin genauso auf der Hut, wie du es draußen warst. Vor Lügen, Neid und Rachegelüsten bleibt man auch hier nicht verschont. Danke für den Rat. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn befolgen kann. Das bleibt dir überlassen. Mal ganz kurz. Was bedrückt dich? Dass ich nicht weiß, wo ich das verdammte Blut herkrieg. Was sollte ich nochmal besorgen? Herr im Himmel, sitzt auf deinem Hals ein Kopf oder ein löchriger Käse? Die Klosterschlüssel und Blut. Die Schlüssel sind das Wichtigste. Oder zumindest ein paar Dietriche. Die Schlüssel habe ich, aber das Blut noch nicht. Deshalb sollen die Brüder zu bestimmen. Wenn ich das jetzt sage, alles, was wir für die Flucht benötigen. Was kommt denn da jetzt? Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nicht alles. Ich habe das. Nein! Ich habe das Blut noch nicht. Jay, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Oktober verrichten Sie morgens nach der Prim bis ungefähr zur vierten Stunde die notwendigen. Wann kommt denn das vermaledeite Blut an? Habe das Blut auf die Liste gesetzt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis es eintrifft. Ist also einfach noch nicht da. Im Normalzeit, Hallöchen. Moin, moin. Nochmal mit dem Kellerer sprechen. Ist der nicht normalerweise hier auf der Seite? Ich erwarte das jetzt gleich nochmal. Ist der weg? Wo ist denn der? Ach, hier. Was bedrückt dich? Ich kann mit ihm gar nicht nochmal handeln. Oh, das heißt, ich kriege auch keine Dietriche mehr. Ach, verdammt. Gut, dann hat sich das schon mal erledigt. Oh, dann kann ich aber die Quest mit dem Necronomicon nicht abschließen. Bitter. Das ist sehr bitter gerade. Und Konstantin redet nicht mehr wirklich mit mir, oder? Was bedrückt dich? Oh, er scheint aber recht entspannt. Ja, er erzählt uns halt wegen des Verstecks kaum was. Also es hilft uns ja nicht. Ich weiß ja, wo das Versteck ist, aber es ist leer. Die Seiten kriege ich auch nicht fertig. Ah, es ist so bitter alles. Ah, ist das bitter! Was willst denn du jetzt? Geh weg.
der mir anzeigt, wenn das Blut geliefert wird? Es ist doch Speise mit den anderen. Die Nachts das verbotene Buch. Ohne Dietriche. Ah, Kamodin, einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Moin Moin. Ich mich einfach mal unauffällig in die Ecke stellen. Ich bin gar nicht da. Ich bin unsichtbar. Ich bin der Mann in der Ecke. So, jetzt soll ich zum Arbeiten gehen. Ich sollte doch morgens das Blut holen. Vor allem das Schlimme ist, Arbeiten ist auch so ein Pflichttermin. Wenn ich da nicht hingehe, gibt's Ärger. Scheiße. Verdammter Bockmist! Krankmeldung vom Doc einreichen und gut. Nun. So, hier hinten sind erstmal alle weg. Wo das vermaledeite Blut ist, weiß ich deswegen immer noch nicht. Es ist halt wirklich hier nirgends. Hier ist nichts Neues. Hab ich überall schon reingeguckt. Ich weiß halt nicht, wann das ankommt. Bitte. Sehr, sehr bitte. Jetzt gehen wir erstmal schnell arbeiten. Was wünschst du, Bruder Gregor? Ich bin zum Arbeiten da. Können wir ihm das mit dem Saufgelager eigentlich noch erzählen? Hier im Kloster schief läuft. Ist vermutlich keine gute Idee, oder? Das jetzt noch zu machen. Gamerfreaks, einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag. Oh Gott, Abend, genau. Diese Gewohnheiten. Es ist alles gerade so ein bisschen. Mir damit jetzt versaue. Mehr weiß ich nicht. Nee, das machen wir lieber nicht. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich bin fast aus dem Kloster raus. Ich will es mir jetzt nicht versauen. Das ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Mahlzeit, Notron. Bereite zwei Ringelblumenabgüsse vor. Sobald du fertig bist. Ja, ja. Ja, ich weiß, was ich tun muss. Danke. So, lesen. Dim, dim. Huch, habe ich noch zwei? Oh, warte mal. Oh, wenn ich noch zwei habe, wäre das ja noch besser. Oh ja, ich habe noch zwei. Sehr gut. Dann muss ich ja jetzt nur abgeben. Unterhalten wir uns. Flodo, Hallöchen. Ich habe alles erledigt. Zeig mir was. Bitte schön. Gerne gemacht. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier rausgehe, verstößt es, glaube ich, gegen den Zeitplan. Wir gucken mal, was passiert. Nö. Doch. Scheiße. Bruder? Was tust du hier? Solltest du nicht irgendwo arbeiten? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Es gab da etwas, das ich umgehend erledigen musste. Es wird nicht wieder vorkommen. Wirklich?
Erfolg? Ich tue so, als wäre nichts geschehen. Aber das ist das letzte Mal, Bruder. Hanna, hallöchen. Uff, dann sollte ich jetzt schnell wieder zurückgehen, bevor ich direkt wieder auf die Mütze krieg. Das geht bis 12, oder? Mal ganz kurz. Und dann ist Arbeit in der Bibliothek. Dann kommt das Nachmittagsgebet. Das heißt, vor 6 Uhr abends kann ich knicken, dass hier überhaupt irgendwas geht. Es ist irgendwie... Weiß ich nicht, wie ich das mit dem Blut anstellen soll. Ah, immer zur Katze. Nicht so flauschig ohne die 7 Leben, aber ich esse sehr viel, liege voll rum und nerve die Menschen in meinem Umfeld, wenn ich etwas will. Hallöchen vom Wittert, hi. Also irgendwie gerade ein bisschen kritisch. Giranta, das, also moin. Und das Ding ist halt, ich war vorm Frühstück da drin. Warte mal, wo war das Skriptorium? Hier hoch. Ach, Onkel. Nicht sehr hilfreich. Was bedrückt dich? Falsch. Das war der Falsche. Verdammt. Bisschen... Hä? Wo ist er denn? Ach, hier ist er. Was möchtest du? Moin Moin, Akreuz, hallöchen. Wie geht's der älteren Raupe? Gut, Anna, alles gut. Ich wäre dann hier. Wunderbar. Ah, schade ist, dass mir für die Buchquest auch noch 2 Seiten fehlen. Jetzt weiß ich, was da steht. Ist doch schon wieder völlig falsch. Völlig, völlig falsch. Egal welches. Egal. Ebenfalls falsch. Hallöchen, Nitz. Einfach alles töten, woher soll der Auftraggeber wissen, wessen Blut es ist? Geht ja nicht... Hä? Ich brauch das doch nicht für den Auftraggeber. Ist... Naja, egal. Onkel. Ich soll jetzt niemanden umbringen gerade. Mensch! Onkel! Kann ich immer jemanden töten? Nitz, mal moin! Hallöchen, Anni. Ja, Giranta, das Ding ist halt, ich weiß überhaupt nicht, wo ich... Bücher herkriegt, lateinische Bücher. Hier darf ich ja auch nichts lesen. Das ist total mies. Das war wieder der Was Falsche. Was möchtest du? Mann, ich bin so gewohnt, dass er hier steht. Steht er plötzlich hier vorne. Nein, nein. Mach das! Nein. Viel Spaß, Hanna. Ja, ja, ich weiß. Ganz viele Fehler und so, bla. So, 16 Uhr. Dann Dingsi-Bumsi? Bist du jetzt ein Mönch? Ja, na, Novize. Jetzt. Ja, hätte ich den einfach getötet, wäre ich fertig. Lebt so viel Blut von Unschuldigen, da kommt es auf ein paar Mönche auch nicht an. Lügen! Lügen! Sind alles Lügen. Moin Moin, Shanksy. Jetzt muss ich noch hier rumstehen, bis die Zeit abgelaufen ist. Hm.
Ja, aber natürlich, Wolf. Na klar weiß man das. Ich muss gleich wieder meine Dokumentation weiterschreiben. Scheiß IT-Professional. Bam, bam, bam. Ach, Arbeit. Und das zum Sonntag. Sonntag, das ist ja echt bitter. Die Rante. Das ist bitter. Wenn Heinrich eine Henriette wäre, dann wäre er hier nicht in dem Kloster. Aber wer würde mir nicht helfen? Ich frage mich ja, ob ich das mit dem Blut überhaupt noch machen kann. Warum so in Eile? Ja, geh aus dem Weg. Sei ruhig. So, 2 Stunden beten. Papa Bär, das ist überhaupt nicht rassistisch. Das ist gerade der falsche Begriff, den du verwendest. Das ist gerade nicht richtig. Und im Mittelalter war das nun mal so. So, Speise mit den anderen. Und ich glaube, das mit dem Blut habe ich sowieso schon versaut. Also ich gucke jetzt nochmal hier rein, aber ich glaube, das ist eh vorbei. Vor allem ist die Liste auch weg. Nein, hier ist es doch! Hier lag's! Da, wo die Liste auch lag! Ah, ich hab's! Ich hab alles! Antonius, ich hab alles! Was gibt es, Bruder? Ich habe alles, was wir für die Flucht benötigen. Gut. Gleich nach der Abendmesse treffen wir uns im Dormitorium. Wir müssen alles erledigen, bevor die Mönche zu Abend gegessen haben. Wie sieht dein Plan aus? Und warum tun wir es nicht bei Nacht? Wir bereiten ein kleines Rätsel vor, das sie niemals lösen werden. Und weshalb beim Abendessen? Weil sowohl das Dormitorium als auch die Kirche leer sein müssen. In der Nacht werden wir dann fliehen. Bring alles mit und vergiss die Schlüssel nicht. Gut. Sobald die Abendmesse endet, komme ich ins Dormitorium. Okay. Ah, gefunden! Ich arbeite schon die ganze Woche von früh bis spät an der Doku, aber ist ja nur noch bis nächste Woche Freitag, dann bin ich durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Das glaube ich dir gerne, ich kenne das. Ich kenne das. Du wirst es wirklich, wirklich anstrengend. Steht doch geschrieben, beim vielen Reden wirst du der Sünde nicht entgehen. Und an anderer Stelle, Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Denn Reden und Lehren kommen dem Meister zu. Das ist ja auch nicht meine Hauptsprache. Muss man den Oberen um etwas bitten, soll es in aller Demut... Willst du das Achievement mit den meisten Tagen im Kloster? Nee, will ich überhaupt nicht. Jason the Punisher, vielen Dank für den Follow. Warum ist im Kloster jetzt schon weiter als ich? Nun. Ja, aber das... Also, was mich halt ärgert, ist, dass ich 2 Quests dadurch nicht abschließen kann. Mindestens 2. Das ärgert mich halt gerade. Aber ich muss mich halt jetzt beeilen, weil wenn die das irgendwann mit dem Schlüssel mitkriegen, ist halt Mist. Dann habe ich ein Problem. Direkt nach der Abendmesse. Abendmesse? Bis wann? War die nicht schon? Warte. Merkwürdig. Die war schon... Oder ist das die Nachmittagsmesse? Weil noch ist er nicht hier. Hm.
Oh, wow, Imlor. Nee, die Abendmesse ist doch dieses... Warte mal. Noch mal ganz kurz. Das ist Nachmittagsgebet. Ich meine, ist das komplett damit gemeint? Ich bin mir gerade unsicher, was damit gemeint ist. Aber da sind die ja nicht essen. Ich werde hier noch ein bisschen Friede Blümchen pflücken. Noch was Sinnvolles tun. In der Zeit, die uns hier noch bleibt. Der erste Teil im Spiel, der mir nicht gefallen hat. Auch wenn er eigentlich nicht schlecht gemacht ist. Ja, er nimmt ziemlich viel Geschwindigkeit raus. So. Und das ist... Es ist halt ein sehr starker Schnitt. Irgendwie. Also ich finde es auch gut gemacht. Aber ich verstehe, dass einem das nicht gefallen kann. Schnitzelchen, moin. Ist halt so ein bisschen... Ich werde auf jeden Fall noch die ganzen Blumen mitnehmen. Wenn ich schon die ganzen Quests nicht abschließen kann. Shame, moin. Das ist so bitter. Vor allem, wenn man eingesperrt wird. Gut, das Problem hatte ich ja nicht. Das, wurde zumindest nicht eingesperrt. Dem konnte ich immer ausweichen, Gott sei Dank. Hallo Kai, moin. Schnell die Mönche rennen können. Ich werde hier niemanden abschlachten, Onkel. Fällt aus. Biersch, der geht von alleine aus. Möchte ich zumindest hoffen. Der geht, wenn du mit, du darfst mit der Maus nicht drüber gehen, dann geht der nach 20 Sekunden von alleine aus. Wenn nicht, sagst du mir bitte Bescheid. Ja, das weiß ich. Okay, na dann. Was, der kommt jedes Mal wieder, wenn du die Maus bewegst? Okay, das ist nervig. Das ist sehr, sehr nervig. Nur ein kleines Blutvergießen, bitte. Nein. Am ersten Tag im Kloster eingesperrt, Shanks. Warum hältst du dich denn aber auch nicht an die Regeln, Shanks? So lob ich mir das. Glückwunsch nochmal. Danke nochmal, Kai. Hast mich doch schon beglückwünscht. Danke, danke. Lilly Kurzarm, hallöchen. Wird eingeblendet mit der Maus. Wenigstens geht er nach einer Sekunde wieder weg. Ach so, wenn man die Maus bewegt, bleibt der quasi dann... Wird er wieder eingeblendet, bleibt eine Sekunde da und ist wieder weg. Naja, aber das ist trotzdem nervig. Das ist trotzdem nervig. Nun.
Also ich weiß noch nicht so richtig, was mit nach dem Abendgebet gemeint ist. Nach der Abendmesse. Wann soll denn bitte die Abendmesse sein? Es gibt eine Nachmittagsmesse, also ein Nachmittagsgebet. Und dann kommt das Gemeinschaftsabendmahl. Verstehe ich nicht. Ist sogar blaue Krone in der rechten Ecke des Streams. Na, Papa Bär, das Ding ist neu. Also das Gute ist, ich kann halt noch Feedback geben. Das ist größer als mein Kopf. Ich würde das halt echt gern mal sehen, das Teil. Ich kann das ausmachen, also das ist nicht schlimm. Ich hatte es eigentlich nur angemacht. Also ich habe das bewusst angemacht, ja. Weil, kann ich auch sagen, warum? Weil ich persönlich immer vergesse, meinen Prime-Sub zu erneuern. Immer. Ich denke da nie dran. Ich vergesse das. Deswegen dachte ich, ist eine gute Idee. Wenn man das aber natürlich, wenn das immer wieder kommt, finde ich es nervig. Ich dachte halt, es kommt am Anfang, also wenn man in den Stream kommt, einmalig und geht dann einfach weg. Und kommt nicht wieder. Bis man das nächste Mal neu in den Stream kommt. Aber das ist gut, das ist Feedback, was ich Twitch geben kann. Wenn ihr mir das alles sagt. Scorpion, einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Aktuell kann man das Ding sowieso noch überhaupt nicht konfigurieren. Also da fehlt noch unfassbar viel. Wie immer. Wie immer. Ist halt nichts Neues. Wow, Onkel. Jetzt müssen wir ein rotes Kreuz machen im Kalender. Moin, moin, Osani. Barbarius, Hallöchen. Hi. So. Also irgendwie sieht es hier sehr leer aus. Hier waren doch immer so schöne Blümchen. Was? Ich denke fast, ich muss mich schlafen legen. Weil selbst das Komplett ist vorbei. Ich denke, ich kann mich jetzt nur noch pennen legen. Mehr nicht. Was? Moin Moin Keks. Was? Ich würde dir manchmal so gerne helfen, aber darf nicht. Du meinst so Backseat Gaming mäßig? Ja. Ich verstehe, dass das schwer ist. Aber du schaffst das. Du hältst das durch. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Gott sei mit dir. Toni, Moin Moin. Ein blauer Knopf oder ist es nur bei Prime Subs? Na, Kai, das ist, glaube ich, nur, wenn man... Nee, warte mal, das müsste... Also, wenn man Twitch Prime hat, wird es angezeigt, wenn der Prime Sub ausgelaufen ist. Also, wenn der wieder frei ist. Und wenn man kein Twitch Prime hat, sollte dort ein Button kommen. Wie gesagt, eigentlich dachte ich nur für 20 Sekunden und dann nie wieder. Der auf Twitch Prime hinweist. Das ist aber auch alles eigentlich. Und nur wenn der Prime Sub frei ist. Ja, na, irgendwie so. Das fand ich halt, ich fand es als Reminder ganz gut, weil ich es halt, wie gesagt, auch immer vergesse. Jedes vermaledeite Mal. Deswegen fand ich die Idee gar nicht so schlecht. Aber wenn es nervt, ärgert es mich dann halt. Chaot, einen wunderschönen guten Tag. Bastelst nebenbei was fürs Moped, macht es. Okay, Papa Bär. Hat sie auch schon bemängelt, dass das nicht richtig funktioniert. Ja, das ist halt bitter. Der geht aber wieder weg, wenn ich länger nicht die Maus bewege. Ja, aber es nervt doch, wenn er wiederkommt, wenn man die Maus bewegt. So stand es halt nicht in der Erklärung von dem Teil. Also da stand halt, ich meine, ich habe die Erklärung da. Ich habe eine E-Mail für das Ding gekriegt.
Und da steht drin, dass der für 20 Sekunden kommt. Und da steht nicht drin, dass der, sobald du die Maus bewegst, er wiederkommt. Chaot? Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also musst du einfach mal in Steam schauen, ob sie was veröffentlicht haben, wann er kommt. Aber ich denke so in der nächsten Woche. Bye bye, Imler. Wird der dann nur bei Nicht-Subs angezeigt? Ja, aber es ist halt trotzdem blöd. Also. Sobald du die Maus ins Streamfenster bewegst. Zocken ohne Speichern ist fies. Anspeichern chaot. Immer wenn ich schlafe, immer wenn ich den Trank trinke, wenn ich im Badehaus bin. Kaum Tetzalöchen. Mir wird das auch angezeigt. Also es hat, glaube ich, mit Zap und Nicht-Zap nichts zu tun, offensichtlich. Nee, Keks, nee. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, wirklich nicht. Wieder, wenn du die Maus in den Videobereich bewegst, sodass du darauf klicken kannst. Ein interaktiver Knopf. Ja, aber ich dachte halt, er geht auch mal weg. Aber wie gesagt, das ist die Erklärung, die Twitch mir geliefert hat. Nicht die, die ich euch jetzt irgendwie gebe. Oder von der ich wüsste, dass es so ist. Ja, moin. Moin, Schwarzbrot. Hallöchen, Gordon. Moin. Okay, das nervt. Wartet mal ganz kurz. Vielleicht kann ich den... Kann ich den im laufenden Betrieb abschalten? Geht das? Das wäre natürlich schön. Warum er zum Beispiel bei Unke und mir nicht angezeigt wird, scheint aber nicht zu stimmen. Ist natürlich blöd, wenn er stört. Ja, eben. Das ist halt das. Also ich hätte jetzt kein Problem damit gehabt, wenn er am Anfang des Streams 20 Sekunden mal da ist und dann halt nicht wieder auftaucht. Das hätte ich, ganz ehrlich, wenn das dann stört, dann tut es mir halt auch leid. Aber wenn er halt immer wieder kommt, finde ich es furchtbar. Das finde ich dann, also das würde mich auch unfassbar stören. Maledictum, moin, Hallöchen. Guck mal, ob ich den abschalten kann. Stream. Wieso lädt denn das jetzt so langsam? Oh, uff. Hä? Eigentlich müsste doch hier... Was ist denn mit der Seite los? Das ist ja noch ein bisschen... Oh, Codierung überlastet. Schön. Gut, wir machen das mal nicht da oben. Technik, Codierung ist überlastet. Ich mach das mal ganz kurz hier unten, Moment. Gebt mir mal eine Sekunde. Ich müsste den doch eigentlich einfach abschalten können. Tonne. Deinstallieren. Ladet mal neu und guckt mal, ob es immer noch ist. Dürfte nicht. Ist er weg? Sehr schön. Gut. Bis später, Imlo. Der Plan für heute aus? Nee, Gordon. Heute ist Kingdom Come. Ohne Neuladen ist er weg. Fantastisch. Na, ist doch alles gut. Wenn er weg ist, ist perfekt. Dann geht das zumindest, dass man das im laufenden Betrieb abschalten kann. Das finde ich gut. Nicht sehr gut. Kein Ding. Also ich hab ihn nur angemacht, um es zu testen. Und sobald es jemanden... Also es ist halt einfach nicht gut umgesetzt. Sag mal so, wie es ist. Es ist halt wie immer... nicht richtig drüber nachgedacht. So. Das kennen wir ja schon. Nicht im Chatfenster, oben drüber. Naja, das ist halt, das sind diese Extensions, Kai. Die sind halt tatsächlich so gedacht, dass die als Overlay über dem Stream knallen. Aber die sollen halt nicht die ganze Zeit da sein. Und ich finde halt, dass die auch nicht da sein sollen, wenn ich meine Maus bewege. Also es ist halt irgendwie so... Nee, ich habe keine Dietriche mehr. Da würde er ja auch thematisch passen. Ja. Ja.
dachte mir halt, es ist eigentlich eine schöne Idee, ne, dass man halt mal dran erinnern kann, dass der Sub wieder frei ist, der Twitch Prime Sub, weil wie gesagt, ich vergesse es halt auch. Aber nun, wie immer, nicht gut umgesetzt. Ich glaube, er würde auch im Stream weniger stören, wenn er wegbleiben würde. Versteht ihr, was ich meine? Wen stört denn das schon groß, wenn der am Anfang des Streams, nur wenn man reinschaltet, 20 Sekunden da ist? Dann stört es ja jetzt nicht so sehr. Das würde ich jetzt nicht so wild finden. Weiß halt nicht, wie ihr das seht. Vielleicht seht ihr das völlig anders. Na klar, im Chat wäre es auch nicht schlecht. Würde auch gehen. Weil ich nicht kann, Nodron. Kein Geld und vor allem verkauft mir der Kellerer auch nichts mehr. Ich habe es vorhin unten probiert und es ging nicht. Wo ist er denn? Ich kann ihn ja nochmal suchen. Aber vorhin hatte ich die Option gar nicht mehr, dass ich bei ihm Dietriche kaufen kann. Hm, wenn ich ihn finde. Oh, Mann, ey. Ist aber auch... Ist der schon losgegangen? Der ist schon auf dem Weg, glaube ich. Uff. Pass auf, wo du hingehst. Viele immer noch in anderen Tabs unterwegs sind. Ah, würde ich jetzt halt auch nicht so schlimm finden. Hi. Weiß ich. Keine Ahnung. Also so wie es jetzt umgesetzt ist, finde ich es nicht gut. So finde ich es auf jeden Fall nicht gut. Ich glaube, darauf... er sagt mir das schon wieder. Pass auf, wo du hingehst. Ruckelt das denn im Stream? Okay. Könnt ihr mir sagen, ob es im Stream irgendwie ruckelt ab und an? Oder ob es gut läuft? Bibi, Hannah. Nö, läuft flüssig. Ein bisschen. Alles gut soweit? Okay. Bling! Papa Bär, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke, danke. Der muss doch hier auch mit herkommen, oder? Kommt der Kellerer hier nicht her? Entschuldigung. Sorry. Wollte nicht negativ auffallen. Hallo, na, Malterazzi? Hallöchen. Was? Bisschen. Dunkel wie einem Bärenhintern. Dass die CPU ein bisschen zu viel zu tun hat gerade. Ja. Oder? Ich weiß. Schön langsam, Bruder. Ich weiß schon, wer es ist, Kai. Ich weiß schon, wer es ist. Ich versuche jetzt mit ihm auszubrechen. Ist denn der Kellerer kommt nicht zum Gebet? Ist das normal? Kellerer kommt nicht zum Gebet, okay. Na gut.
Ich hab den ausgemacht, Dr. Wunderlich. Ja, ich hab das ausgemacht. Lootet er dir vielleicht ja die Dietriche? Nur so ein Vorschlag. Auf das kleine Blutvergießen zurückzukommen? Nein, Todesgeil. Eile, pass auf, wo du hingehst. Oh wow, duscht das. Oh wow. Einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Das Schloss noch aufbekommen? Nee. Und ich kann auch keine Dietriche mehr kaufen, Shorty. Ich halt jetzt ein bisschen, also ich werde halt einige Quests, die ich hier hätte noch machen können, kann ich halt leider nicht mehr abschließen, weil mir Dietriche fehlen. Das ist ein bisschen traurig, tatsächlich. Wegen der Bedeutung das ist wirklich ein bisschen traurig. Steht doch geschrieben, beim vielen Reden wirst du der Sinn. Das ist der Kellerer. Und an anderer Stelle? Was möchtest du? Ich kann bei ihm keine mehr kaufen. Kannst du etwas beschaffen, da... Nun... Muss man den Oberen um etwas bitten? Ich brauche Dietriche. Dietriche? Ich möchte das... Nun... Du hast gehört, dass ich früher ein Dieb war, oder? Ich tausche sie... Ich muss noch mal komplett mit ihm dieses Gespräch durchgehen. Reicht trotzdem, glaube ich, nicht, was ich habe. Um ja... Ich glaube, ich kann mir nicht mal einen, ja. Ich kann mir nicht mal einen Dietrich dafür kaufen. Benedikti, Kapitel 6. Die Schweigsamkeit. Tun wir, was der Prophet sagt. Ich sprach, ich will auf meine Wege achten, damit ich meine Zunge nicht verfehle. Ich stellte eine Wache vor meinen Mund. Ich verstummte, pass auf, wo du hingehst. Schön langsam, und schwieg Bruder. Sogar vom Guten. Hier zeigt der Prophet, man soll der Schweigsamkeit Keks, zuliebe was? Bisweilen sogar auf gute Gespräche nee. Verzichten. Bist du nicht? Umso mehr müssen wir wegen der Bestrafung der Sünde von bösen Worten lassen. Keine Ahnung. Vielleicht stört sich Keks an meinem Pony. Der vielleicht ein bisschen zu lang ist. Emo-Frisur. Maledeite Locke. Ja, Pepe, das Ding ist, ich habe jetzt eigentlich nicht vor, noch 2-3 Tage hier drin zu verbringen. Wenn ich ganz ehrlich bin, das muss echt nicht sein. Heinrich mit Tonsur wäre schon witzig. Nein, bitte nicht. Das sieht furchtbar aus. Linky, moin. Also ich kann halt, warte mal, ich kann halt echt nur versuchen, mit dem ganzen Zeug hier auf den Wert zu kommen. Weiß aber noch nicht mal, ob ich ihm davon alles dann verkaufen darf oder ob er das nicht nimmt, weil es halt gestohlen ist. Ja, habe ich schon alles mitgenommen? Alles klauen, dann das Kloster verlassen kurz und dann alles beim Müller verkaufen? Also wenn ich das Kloster verlasse, kann ich mir auch einfach Dietriche holen, ja? Also das ist halt... Nee, mir fehlen noch 2 Seiten. Die sind in Kisten. So, mal gucken, was ich ihm verkaufen kann. Und ich glaube halt nicht, dass ich ihm wirklich gestohlenes Zeug verkaufen kann. Die Orden
Also ich denke, er wird jetzt sagen, das nimmt er nicht. Reden wir über den Preis. Ist gut. Zu bestimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein. Und so meinen wir durch folgende Verfügung die Zeit für beides ordnen zu können. Levi, moin, hallöchen. Bis zum 1. Oktober verrichten Sie morgens nach der Prim bis ungefähr zur 4. Stunde. Was sagst du dazu? Von der 4. So kriegst du mich nicht rum. Sollen Sie frei sein für die Lesung. Komm schon. Weil du es bist. Oh. Komm schon. Will aber einer für sich lesen, dann lesen Sie. Oh, uff. Hat er das echt noch angenommen? Ich habe einen Dietrich. Zur Mitte der 8. Stunde. Okay, ich habe einen Dietrich. Wo sind hier noch Kisten? Warte, wollen wir... Ach nee, es ist halt ein schweres Schloss. Ich werde... Mit einem Dietrich komme ich da nicht weit. Das kannst du halt knicken. Aber wenigstens die Seiten vielleicht noch machen. Oh, uff. Falsche Tür. Ups. Kann schon mal passieren. Hier ist nichts mehr. Da drüben ist auch nichts. Halt nicht, welche Kisten ich noch nicht aufgemacht habe. Noch eine Kiste? Hier ist noch eine. Oh. Ja. Eine noch. Eine Seite fehlt mir noch. Ist hier noch irgendwo eine Kiste? Nein. Verdammt. Schon. Siri, ich glaube nicht, dass er das kauft. Also ich kann ja mal eins mitnehmen, aber ich glaube halt nicht, dass er das ankauft. Das glaube ich nicht. Die ist schwer. Hat bestimmt der Dietrich weg. Oh, geschafft. Uff. Was hat? Oh. Wozu braucht ein Mönch eine Waffe? Ah, okay, das ist nur... Er hat einen Dolch gefunden. Okay, alles klar. Ich dachte schon, wäre jetzt irgendwas... Ich muss zum Arbeiten in die Werkstatt... Jetzt ist halt wieder, wenn ich jetzt irgendwo anders gefunden werde, gibt's Stress. Hallo Titanium. Salz, Burger, Nockel dazu, Erdbeersahnecreme, lass dir schmecken. Syntax, bitte keine Spoiler. Please, don't. Hier war nicht nur eine Kiste, ne? Ja, nur an die ich eh rankomme. Gib mir Arbeit, komm. Unterhalten wir uns. Einfach alle 3 Tage ein Sub hinterlassen? Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Braue heute 2 Hahnenschreitränke. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid. Was? Was soll ich? Warte mal. Das waren andere Tränke als sonst. Hahnenschreitränke. Läuft. Hahnenschreitränke. Das hab ich noch nie gemacht. Puslamo, moin. Hahnschreitrank, Alkohol, Baldrian und 2x Minze.
Handvoll Baldrian, 2 Handvoll Minze. Zerkleinere die Minze, lass die Minze für 1 Sand oder Durchlauf kochen, gib dem Baldrian hinzu, lass es für 2 kochen. Und destilliere das Gemisch. Oh. Okay. Also, Minze zerkleinern, für 1 kochen lassen, 2 kochen lassen und destillieren. Okay. Zweimal Minze, ne? Achso, nee, warte, erst den Alkohol dort rein, sonst kann ich das nicht vorbereiten. Moin Moin, Wombat. Mit Minz-Baldrian-Schnaps, genau. Ja, Mann. So, das kann eigentlich gleich in den Kessel. Soll für einen Durchgang kochen. Was war denn das eigentlich mit dem Destillator? Musst du den dann, glaube ich, irgendwie anwählen, oder? Ich hoffe es. Für? Einen Sanduhrdurchlauf kochen lassen. Okay, wird gemacht. Wird gemacht. Wird gemacht. Einen. Dann Baldrian rein. Oh, uff, es kocht nicht mehr. Schnell kochen! Zwei. Dann war doch hier irgendwo... Wie ging das? Dem komischen Destillat-Dings? Wie ging denn das? Achso, die Fiole, glaube ich, mit dem Destillator-Dings benutzen, ne? Genau, so war das. Was tue ich gerade? Okay. War das richtig? Das war doch Zufall. Komm schon, das war Zufall. Kannst mir nicht erzählen. Ja, gerne. Dankeschön. Das war doch Luck. Mehr nicht. Was haben wir denn hier? Hexer, Tränke füllen deinen Magen 30% weniger, weswegen du öfter in größeren Mengen Tränke zu dir nehmen kannst. Die Wirkung von Heiltränken erhöht sich um 50%. Dafür berauschen sie dich auch 50% mehr. Gift, das auf eine Klinge aufgetragen ist, ist länger wirksam. Quacksalber, Tränke, die du selbst gebraucht hast, kannst du 20% teurer verkaufen. Ui. Das finde ich gut. Du bist schon weiter als ich. Das tut mir leid, Storm-TV. Das tut mir leid. Sir. Mir geh, ich fand's gut. Was bedrückt dich? Nicht sicher, ob das so passt. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor, du hast Talent. Ist der ganze Vorlauf drin? Andere Novizen unterrichten. Sprich, beim Trinken wird man erstmal blind. Ja, ist doch gut. Vielleicht war das das Ziel. Ja, ich habe das schon verstanden. Habe ich das gerade falsch ausgedrückt? Ich habe das schon so verstanden, dass ich weiter bin als du und ich dich damit spoilere, wenn du hier zuguckst. Frühstückspizza. Ella, hallöchen, lass dir deine Pizza schmecken. Ah, ich würde so gerne die eine Seite noch finden. Aber nach dem hier muss ich in der Bibliothek arbeiten. Seite mit Notizen?
Denk dran, steig vom Tor des Glaubens zwischen dem Schatten der Kathedrale und dem Holzzaun hinab und durchquere reumütig das trockene Flussbett unter der großen Brücke. Halte wie Moses ohne Furcht das Wasser im Zaum, steig hinauf zu trockenem Land zwischen den Rohrkolben, finde einen Glauben und such in dem brennenden Busch. Finde deinen Glauben und suche. Gib mir eine Schatzkarte. Dankeschön. Das ist ein Frühstückseis. Alle gönnen sich hier total leckere Sachen. Ich darf jetzt hier halt nicht weg. Wir könnten ja eigentlich noch ein bisschen was herstellen in der Zwischenzeit, oder? Ich meine... Haben wir eh nichts zu tun. Was macht denn der eigentlich? Soll ja Kraft schöpfen. Ah. Kann ein paar Retterschnäpse herstellen, das kann nicht schaden. Wein, 2 Handvoll Tollkirschen, 1 Handvoll Nesseln. Wein, 2-mal Tollkirsche, 1-mal Nesseln. Tollkirsche zerkleinern, Nessel für 2 und dann nochmal für 1. Okay. Also, Tollkirsche können wir schon mal zerkleinern, sobald wir... Alkohol? Nee, Wein. Sobald wir den Wein im Kessel haben. Na, nichts gegessen. Ich habe auch noch nichts gegessen, Linky. Mir geht's da wie dir. Pizza und Chicken Wings, 3 Tage essen. Läuft. Freitag Pizza bestellt und Chicken Wings, aber am Freitag habe ich nur die Chicken Wings geschafft. Also hatte ich gestern und heute Pizza. Du hast von einer Pizza 2 Tage lang gegessen? Uff, Ella, uff. Heute brauche ich das. Deshalb das Eis. Deswegen Kaffee-Eis. Alles klar. So, Nessel rein. Ne? Genau. Nessel rein. Für 2. Chicken Wings und Pizza in 2 Stunden weg. Also eine Pizza würde ich halt höchstwahrscheinlich schon an einem Tag auf jeden Fall essen. Also Pizza über 2 Tage ist halt schon ganz schön krass. Zu viel auf einmal essen? Du hattest gestern Abend noch Eis, okay. Ich kann super viel auf einmal essen. Es liegt aber auch daran, dass ich halt nur einmal am Tag esse. Familienpizza, maybe? Vielleicht. Ich bestelle mir halt immer nur so eine kleine Single-Pizza, ne? Weil halt auch dazu sehen. Wegen dem blöden Rohrbruch. Oh, hattet ihr einen Rohrbruch? Das stimmt überhaupt nicht, Onkel. Ich brauche nicht lange zum Essen. Ich entspanne nur gerne nach dem Essen. Du isst nur einmal am Tag? Naja, nicht immer. Also unter der Woche frühstücke ich, zumindest Müsli. Aber so grundsätzlich, am Wochenende esse ich nur einmal wirklich am Tag. Also einmal was Richtiges. So. Bin das aber gewohnt. Also es kommt ja immer drauf an, was man so, ne? Was der eigene Magen so gewohnt ist. Dafür esse ich halt zwischendurch auch mal was. Also zum Beispiel gerade noch ein Stück Donauwelle da, das weiß ich. Das werde ich heute bestimmt zwischendurch essen. Weil wir erst heute Abend gegen, keine Ahnung, 6:30 oder so dann essen werden. Deswegen, bis dahin brauche ich schon irgendwas Kleines zumindest. Kann sich dann nicht mehr bewegen, nichts entspannen. Nur einmal am Tag. Es ist halt zwischendurch Kleinigkeiten.
meinem Freund das Kochen beigebracht habe, hat sich das mit der Bestellerei größtenteils erledigt. Mein Mädel kocht auch, das ist der Vorteil. Ich finde das auch gut. Netflix oder so? Ja, entweder gucke ich halt Twitch oder eine Doku auf ZDF Info oder sowas. Oder Netflix, ja, kommt ja drauf an. Je nachdem. Also wenn ich Schule habe, auch oft mal bis zum Mittag gar nichts, auch nichts Kleines. Siehst du? Aber im Studium war das bei mir noch genauso. In der Schule war das halt auch ähnlich. War das gewohnt, dass ich, also so... Nicht. Gordon, ich würde niemals behaupten, dass das gesund ist. Würde ich nicht behaupten. Ich würde es auch niemandem empfehlen, aber ich bin es halt gewohnt. Jumbo Pizza Mozzarella, wo ein Stück so groß ist wie mein Kopf. Holy. Wie wäre das hier? Alkohol, Baldrian, Minze. Minze für einen kochen, Baldrian hinzu für zwei kochen und dann destillieren. Alkohol! Dreimal am Tag Essen erzogen? Esse ich auch nur ein bis zweimal am Tag. Ja, ich wurde auch so erzogen, um Himmels Willen. Ich wurde auch dreimal Essen am Tag, beziehungsweise zum Teil sogar viermal. Wenn es noch hier Kaffee trinken, normalerweise war das bei uns üblich, noch Kaffee zu trinken. Mit Kuchen und so. Aber ja, so ist das. Was ich studiert habe, für Toni, ich habe Eventmanagement und Marketing studiert. Auch nie gegessen, ich esse jetzt auch vor der Arbeit in der Pause nichts, immer erst danach, siehst du? Siehst du? Minze für einen Sanddurchlauf kochen. Dann Baldrian hinzu, für zwei kochen. So, dann hätte ich ja das direkt reinschmeißen können. Du trinkst gerade auch einen Kaffee, siehst du dich auch? Kaffee! Kaffee ist gut. Ist schon da? Für einen. Brauchen nicht viel zu essen, kleine Bunnies auch nicht, siehst du? Also ich kann schon viel essen, aber... So, Baldrian. Ja, schon wieder. Mir reicht es. Du isst aber gern mal einen Kuchen, oder? Ja, ja. Wie kann man denn auch was gegen ein Stück Kuchen haben? Geht das denn? Das geht doch gar nicht. So, die Fiole. Ist es durch? Ja. Große Shanksies brauchen viel Essen. Deine Waage hat immer was gegen Kuchen. Das stimmt. Anek, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. So, wie spät ist denn das jetzt in-game eigentlich? Immer noch eine Stunde. Uff. Jede Waage hat was gegen Kuchen. Franzose. Hallöchen. Vanille-Kirschkuchen. Diese Dose Monster war zu viel. Onkel, was ist da los? Was? Ich hab was gegen Kuchen, Gabel und Löffel. Schenkelklopfer! So, auf ins Kryptorium. Warte mal, nee, das ist hier oben. Lauf mich doch schon wieder.
ist er denn? Uff. Ach, hier ist er. Gelobt sei Jesus Christus. Du hast gestern auch wieder gebacken. Was denn, Shanks? Was? Die hätte ich nicht auch einmal trinken sollen? Oh, uff. Okay. Wie kann man denn... Ich wäre dann hier. Wunderbar. Ich habe dich erwartet. So. Hier wird sowieso wieder fatal. Ist halt alles wieder falsch. Naja. Passt. Kuchen! Kopf in den Nacken entspannen und laufen lassen. Ja, aber offensichtlich hat es dir ja nicht gut getan, oder Onkel? Kann man nicht zusammenklappen? Gelenkig bin ich leider nicht. Bekomme ich Lust auf Kuchen? Ja, ich habe Gott sei Dank noch Donauwelle da. Kann dann Donauwelle essen. Mein Geburtstagsstück von gestern. Zweites. Kommt man das Zeug nicht ran? Ja, wem es nicht schmeckt. Oh, das ist gerade wieder so ein heftig langer Ladestream. Ladescreen. Uff. Scheint er jetzt gerade? Hier drüben, ne? Boah, Donauwelle, gib her! Ich glaube, ich back gleich Kuchen. Kannst du überhaupt lesen? Na, Latein ist schwierig. Bringe ihm hier aber auch nichts bei, ne? Also. So. Meine Waage ist schon lange her. Gestern Blech voll Schoko-Mini-Gugelhupf gebacken, die mit Sahne gefüllt und obendrauf eine kleine Erdbeere. Oh. Oh, Shanks. Oh. Uff. Kann man das eigentlich auch abbrechen? Weil 16 Uhr muss ich ja eigentlich zum Gebet. Ja. Oh, die sind alle schon da. Uff. Strucky, moin und Dankeschön. Nicht mehr untergewichtig, sondern genau auf der Grenze. Juhei! War der Crash da? Nichts gespeichert? Uff. Schwierig, Hempelchen, schwierig. Ich soll mich doch jetzt eigentlich mit ihm hier treffen. Wo ist denn der? Ach, wir sollen uns oben treffen, glaube ich. Kann das sein? Ich speichere, indem ich schlafe oder einen Retterschnaps trinke. Da ist er. Servus. Der Herr sei gepriesen. Hallo, hallo, Saku. Du kommst nicht. Gib mir das Blut. Dies ist die Stelle, an der du mich die Empore hinuntergestoßen hast. Platsch.
Folge Antonius. Machen wir. Pass auf, entschuldige. Sorry. Nicht so gemeint. Nee. Wir haben niemanden getötet. Wir haben nur Schweineblut darunter geschmissen. Ist hier halt ein schöner Fleck. Und hier hast du meinen leblosen Körper hingezerrt. Hab ich das? Pass besser auf, Bruder. Danke für deine Hilfe. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich kann dich nicht laufen lassen. Du bist ein Schurke. Was soll das? Hast du mir geholfen, nur um mich dann zu verraten? Tut mir leid, aber du warst dort, als Neuhof überfallen wurde und bist ein wichtiger Zeuge. Ich bringe dich zum Vogt. Gregor, das kann nicht dein Ernst sein. Ich gehe nirgendwo hin. Lieber sterbe ich, als meine Freiheit zu verlieren. Das hätte er nicht sagen sollen. Au! Oh! Ey! Mann, ist so aggressiv, du! Ich hab dir gesagt, ich bringe dich zum Vogt. Und wenn ich das sage, meine ich das. Hab ich doch noch meinen Willen gekriegt. Perfekt. Ich musste ihn nicht töten und ich musste ihn nicht laufen lassen, sondern ich kann ihn zum Vogt bringen. Das ist perfekt. Genau so wollte ich es haben. Sehr nice. Aber die Ladescreens dauern echt. Das ist einer der Männer, die Neuhof überfielen. Er sollte dir etwas Nützliches erzählen können. Doch ich müsste dich um einen Gefallen bitten. Er sollte versteckt gehalten werden, damit seine Spießgesellen nicht wissen, dass er hier ist. Gute Arbeit. Den Gefallen tue ich dir. Ich werde ein hübsches, dunkles Plätzchen für ihn finden, wo ihn niemand hören wird. Und da wir schon dabei sind, ich lasse deine Habe herbringen. Warte hier einen Moment. Hol dir deine Sachen zurück. Aufgabe fehlgeschlagen. Habe ich mein Zeug denn wieder? Oh ja, das sieht gut aus. Oh, Gott sei Dank, ich habe mein Zeug wieder. Oh, ein Glück. Ein Glück. Achso, nee, warte, die lassen wir ja immer ab. Sehr schön. Und nun killt ihn der Vogt, da kann ich dann nichts dafür. Aber er wird auf jeden Fall ein Verfahren bekommen, ja. Das ist jetzt unfair. Raupe sollte neu sammeln. Nein, nein, das ist voll gut so. Alternativaufgaben, die fehlschlagen können, so nach dem Motto. Ja, ja, ja. Das verstehe ich schon. Das Einzige, was mich jetzt halt wirklich grämt, ist, erstens habe ich täglich grüßt das Klosterleben noch. Das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Das Buch habe ich nicht gekriegt. Und das mit den Seiten habe ich halt nicht abschließen können. Das ist halt auch ein bisschen ärgerlich. Bist du dir zu fein für ein Habit? Zieh dich sofort um. Wir brauchen noch 5 Dutzend. Und das zweimal. Dreimal wäre sogar noch besser. Ganz schön viele Quests fehlgeschlagen. Einschleichen, Buch holen, ja, das ist halt noch eine Option. Also das Buch könnte ich mit Sicherheit noch holen. Ja. Viele Quests gerade. Brumm, brumm, brumm.
Somit wurde alles als gestohlen markiert, bei der nächsten Übeltat konfisziert. Oh, übel, Veritas. Das ist ja gemein. Ja, ich weiß, Siri. Also das hätte man ja auch vorher machen können, sich da reinschleichen. Ist ja nur die... Also erstens habe ich den Schlüssel. Schon mal Punkt Nummer eins. Und zweitens kann ich ja auch einfach... kann ich ja auch einfach Schlösser knacken. Also, das ist mir schon klar, dass das geht. Steht ja auch dran an der Quest, dass man sich reinschleichen kann. So, wir wollen hier mal so ein paar Sachen ins Pferdeinventar werfen. Weise Nahrung. Weil das jetzt auch nicht so viel wiegt. Never mind, die Quest ist abgebrochen. Nee, ich glaube die... Oder? Nee. Ruhelose Geister. Schaffe das Buch mit dem Titel Necronomicon. Die hast du ja außerhalb bekommen. Katima, hatte ich dich begrüßt. Hallöchen. Hast du denn den Schlüssel noch? Ich gehe davon aus. Ich glaube nicht, dass ich den abgeben musste. Oder? Vielleicht doch. Schlecht aus. Okay, ich habe ihn nicht mehr. Ach, das mit den Seiten. Ja, das ist leider abgebrochen. Na klar, weil ich ja jetzt kein Mönch mehr bin. Wie sollte ich denn dem das dann geben? Also das war schon zu erwarten. Ich schmeiß mal lieber das Gestohlene hier in die Satteltasche gerade. Ich irgendwie... Schade, man hat den Klosterschlüssel gar nicht mehr. Uff. Naja. Aber hey, wir sind endlich wieder raus aus dem Kloster. Juhu, Freiheit. Repariert ist alles, das ist schon mal sehr gut. Und ich soll jetzt in den Sumpf. Wir könnten natürlich auch erstmal, das machen wir glaube ich, erstmal bei Räschen vorbei. Ich meine, wir waren jetzt ein paar Tage nicht da. Aber wir sollten sie mal besuchen. Bevor sie mich dann anfängt zu hassen. Endlich wieder Badehäuser. Der Questgegenstände ist ja Schlüssel. Da habe ich doch aber gerade geguckt. Schlüssel zur Hütte, Schlüssel, wo soll denn der hier sein? Ich hab den nicht mehr. Den fürs Kloster. Er hieß ja Klosterschlüssel, oder? Hab den nicht mehr. Du hattest ihn ja noch? Dann wurde er mir entwendet. Entwendet. Wann hat denn das Spiel jetzt eigentlich gespeichert? Warte mal ganz kurz. Oh, hat gerade erst gespeichert. Alles gut. Erstmal baden. Nee, baden muss ich gerade nicht. Alles gut. Aber zur Angebeteten. Also ich meine, wir waren ein paar Tage nicht da. Die Diebin lässt sich beklauen. Ja, bitte, bitte. Hey, Resi. Na? Ich wurde beraubt. Ja, wurde ich. Etwas Unfug. Möchtest du mit mir wieder Unheil anrichten? Letztes Mal war spaßig. Ja, war es. Ich bin überrascht, dass du es auch so siehst.
Obwohl ein Mädchen nicht jeden Tag die Gelegenheit hat, die Wunden ihres Retters zu versorgen. Jetzt geht das leider nicht. Komm doch bitte ein andermal wieder, ja? Was heißt denn ein andermal? Wann ist denn ein andermal? Och, die macht mich wahnsinnig. Wann ist ein andermal? Abends, 21 Uhr? Oder wann? Guck mal unter K. Klosterschlüssel. Tillen, ich hab doch gerade alles durchgeguckt. Aber ich guck gleich bei alles nochmal unter K. Vielleicht ist es ja in irgendeinem anderen, mir völlig unklaren Reiter gelandet. Alles. K. Klosteralltag und das war's. Ganz einfach, nicht jetzt. Beim letzten Mal hat sie wenigstens gesagt, abends. Kopfschmerzen, vermutlich. Nee, die hat schon so viel von mir geschenkt gekriegt, die soll mal nicht so gierig sein. Wo ist er denn jetzt? Häschen. Weib! Weib! Ach, da hockt sie. Na, jetzt hast du doch aber Zeit, oder? Ich meine, wer hier hinten hocken kann... Möchtest du mit mir wieder Unheil anrichten? Letztes Mal war spaßig. Ja, war es. Ich bin überrascht, dass du es auch so siehst. Obwohl ein Mädchen nicht jeden Tag die Gelegenheit hat, die Wunden ihres Retters zu versorgen. Jetzt geht es leider nicht. Komm doch bitte ein andermal wieder, ja? Weiber. Hey, warte mal, wenn ich einmal hier bin. Das würde ich gerne mal alles noch verticken. Das. Und die zwei Sachen hier. Peschek! Frauen! Zu deinen Diensten. Ja, ich versuch's am Vormittag, Donnek. Ja. Die hat bestimmt den anderen. Ich bin mir auch sicher. Bin mir sicher. Kannst ihnen nie recht machen. Wirklich. Ich habe hier Dinge, die den Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Wie viel hat er? Sehr schön. Hat er ein bisschen Geld? Das ist sehr gut. Dann werde ich nämlich den ganzen Mist bei dir los. Okay. Noch irgendwas? Nö, ne? Brauch eigentlich keine zwei Dolche. Okay. Cool. Sehr gut. Vielleicht hat sie Migräne, vielleicht, ja. Lass uns über den Preis sprechen. Ein andermal, nicht Nun, später. Versuchen wir es. Verstehe ich nicht. Was sagst du dazu? Verstehe ich nicht. Hübsche Summe. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Wirklich so Millimeter entgegen. Zack, ist in Ordnung. Okay. Sehr gut. Hauptsache, ich habe 21.000 Groschen. Läuft. Ich glaube, wir legen uns ins Bett. Bin ich satt? Oh nee, ich könnte mal was essen. ...21.000 Groschen. Ah, haben wir was zum Lesen? Weil der vierte BIM sündhafte Mythen der Rhetorik? Weiß ich nicht, ob ich das inzwischen... Bin ich gut genug inzwischen? Ja, juhu! Ah.
Er wollte nur deinen guten Willen sehen, vermutlich. Stinkreich zieht den Leuten trotzdem noch jeden Groschen aus den Taschen, klar. Natürlich. Hallo? Was denn sonst? Das ist alles Loot. Jeder einzelne Groschen ist Loot. Legt der Heinrich sich hin, um sich, um zu schlafen? Was? Nein, ich lese. Guck hier. Redekunst, Spezialisierungsstufe. Sehr gut. Was haben wir denn? Beschert dir einen Bonus auf Redekunst beim Feilschen. Verlässlicher Hehler. Händler sind eher gewillt, dir gestohlene Waren abzukaufen. Wir nehmen Silberzunge mit. Das finde ich gut. Bonus auf Redekunst beim Feilschen ist super. Und hier haben wir irgendwie noch Kampf. Achso, Angriffsserie hatten wir da geskillt. Ich habe ja neu geladen gehabt. 21.000 Groschen in einzelnen Groschen dabei. Ja. Von nichts kommt nichts. Böhm Pleiteraupe kann nichts mehr tragen außer ihrem Vermögen. Sie komplett ausräumen, alle. Was? Und alle mitnehmen? Aber Fallout 4 war auch geil, das Looten, ja. War übel. Musste ich mich da zusammenreißen zum Teil. Ganz böse, ganz, ganz böse. Böhmens sündhafte Moral. Die Tschechen haben aufgehört, ihren guten Ruf zu wahren und geben sich nun sündig-hedonistischen Freuden hin. Die Alten unter ihnen stopfen sich voll wie Schweine und sitzen nur noch träge in ihren Häusern herum, während die Jungen mit Hunden auf die Jagd gehen. Die Adligen haben mit etwas begonnen, was früher nur unter Dienervolk schicklich war. Wo einst die Hochwohlgeborenen ihre Häuser sauber und ordentlich hielten, liegen jetzt Hunde. Früher haben die Adligen das Jagen den Jägern überlassen, doch jetzt haben auch sie sich dieser unwürdigen Kunst verschrieben. Als hätten sie ihr eigenes Blut vergessen. Einst saßen sie an Tischen und kümmerten sich um die Angelegenheiten des Landes, wobei sie versuchten, hey, Frieden und Wohlstand zu wahren. Heute teilen sie ihr Haus mit einem Jagdhund und sehen Unterhaltungen über Hunde und die Jagd als ehrenhaften Zeitvertreib an. Doch ihr Reichtum wird schwinden und bald werden sie am Gestank ihrer Hunde verenden. In alten Zeiten, als sie in den Krieg zogen, beraubten sie nicht ihr eigenes Land, sondern nur den Feind. Doch was ist heute? Wenn sie an einem Feldzug teilnehmen, plündern sie zuerst ihr eigenes Land. Einst haben sie es nicht gewagt, das Eigentum der Heiligen Mutterkirche anzurühren und es zu Recht verehrt. Heute schrecken sie nicht davor zurück, Kirchen und Klöster zu plündern. Ehrlos kehren sie dann vom Kampf zurück und nachdem sie junge Mägde missbraucht und jeden letzten Tropfen Met getrunken haben, bereiten sie ihre Häuser wie betrunkene Bestien und begehen weiteres Unrecht. Diese ehemals stolzen Tschechen besitzen keinen Hauch von Ehre mehr. Und es wird eine Zeit kommen, in der sie ihren Reichtum beweihen und nur allzu bereitwillig zu allen alten Tugenden und Regeln zurückkehren werden. Nun weiß man's. Ja, wirklich, mitten beim Lesen. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Danke. Razor, moin, Hallöchen. Zu kein unbegrenztes Inventar bei Fallout? Nee. Nee. Hatte ich nicht das Einzige. Wobei ich zugeben muss, ich hatte bei Fallout eine Mod, dass das Müll in meinem Inventar nichts wiegt. Das hatte ich tatsächlich. Ah. Leseskill 16? Was? Mach mal Karl der Vierte noch gleich hinterher. Karl der Vierte. Er ist der ruhmreichste und beliebteste Herrscher der Tschechen und sein Vermächtnis soll auf ewig in den Herzen der Böhmen und in ihren Landen Bestand haben. Denn kein anderer Herrscher vermag jemals seine Taten und seine Herrschaft zu überstrahlen. Geboren ward er im Jahre unseres Herrn 1316, als der erstgeborene Sohn von Johann von Luxemburg und Elisabeth von Böhmen aus der Dynastie der Premisliden. Und so floss das Blut dieser beiden berühmten Geschlechter in seinen Adern. Doch war es das Blut der Premisliden, welches ihn später als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches in sein Land zurückkehren ließ, wo er seinen Herrschaftssitz errichtete. Das ist ein Punkt. Als der alte König starb und dem Sohne des Königreichs überließ, war es verwahrlost und verarmt. Und der junge Karl, der sich eilte, die Krone zu empfangen, beherrschte die Sprache der Böhmen nicht gut. Doch es dauerte nicht lange, bis er sie so flüssig sprechen konnte wie jeder andere dort. Überdies vermochte er sich in 4 weiteren Sprachen zu unterhalten, denn er war gelehrsam und begann sogar damit, ein eigenes Buch zu schreiben. Peschek! Peschek! Psst! Peschi!
Dank ihm ging es dem Königreich schon bald besser und er erhob es zu großer Pracht. Er bewies seine geschickte Hand beim Erwählen förderlicher Vermählungen für das Land und war selbst 4-mal verheiratet, wobei er mit jedem neuen Weibe auch immer neue Ländereien als Mitgift erhielt. Ebenso florierten unter seiner Herrschaft Baukunst und Bildung, beispielsweise durch die Gründung der Universität in Prag, die es in ganz Europa zu höchster Achtung brachte. Unter den von ihm begonnenen Bauprojekten waren zudem die Prager Neustadt, die er auf der gegenüberliegenden Seite der Moldau begründete, eine Steinbrücke, die die Altstadt mit der Neustadt verbindet und in Europa ihresgleichen sucht, sowie Burg Karlstein, eine Feste, die nicht nur durch ihre Wehrhaftigkeit, sondern auch durch feinste Ornamente und Verzierungen besticht. Er verhalf dem Königreich Böhmen zu einer übergeordneten Stellung im Heiligen Römischen Reich, indem er mit einem Erlass den König von Böhmen zu einem der Kurfürsten machte. Als er 1378 nach langer Regentschaft verstarb, trauerte das ganze Land und Tausende folgten seinem Leichenzug. In der Grabrede des Bischofs ward er Vater der Nation genannt. Möge dieser Beiname aller Zeiten überdauern. Bis zu diesem Tage zankten sich seine Söhne Wenzel und Sigismund um den Thron. Während der rechtmäßige Erbe Wenzel als König auf ganzer Linie versagt und lieber der Jagd und anderen Freuden frönt, drang sein Bruder mit einer gewaltigen Armee ins Land ein und greift nach der Macht seines Vaters. Ha, schlimm, ey. Pesci kann sich nie zusammenreißen. Und hallo, 81 Calls, bei moin. Dann gab es noch keine Unfälle. Nee, bisher alles gut. Wenn man erst alle tötet und dann alles aufnimmt, mit Packesel Schnellreise zum nächsten Händler. Ach so, Titanium, ja, hätte man natürlich so machen können, ja. Ersten Kampf in Kingdom verloren, diese Steuerung. Dam-dam. Dam-dam, Bernstein. Und moin. Da der erste einzige Faustkampf automatisch beendet wurde, was heißt denn automatisch? Also, ja, gut. Er war halt dann bewusstlos. Jetzt habe ich wieder einen Fresskick und futter gerade eine Melone. Lass es dir schmecken, Hanna. Der Antonius, beziehungsweise Schrägstrich Pius, 81 Calls. Der aus dem Kloster. Super, dass du dir es nicht nehmen lässt, die Bücher vorzulesen. Ja. Das mache ich aber grundsätzlich, also eigentlich in allen Spielen. So. Weil ich das sonst schade finde. Da sind ja zum Teil auch wirklich interessante Sachen dabei. Nicht immer, aber... Aber immer öfter. So, wir werden mal das ganze Zeug hier in die Kiste packen. Damit wir nicht sinnlos haufenweise Zeug im Inventar haben. Gut. Gestern ein kleines Programm gefunden, das nachdem Steam einen Download beendet hat, den PC runterfährt. Endlich über Nacht Programme runterladen, ohne am PC sitzen zu müssen. Oh, das ist interessant. Das ist eine kleine Echse, funktioniert perfekt. Das ist tatsächlich interessant. Das Problem ist, da oben, das ist gerade keine gute Idee, das da oben zu machen. Ich muss dir den Pyramid hier unten geben. Wobei Strauchi ist, glaube ich, da. Strauchi könntest du eventuell. Das wäre mir ganz lieb, weil ich oben ist die Codierung sonst wieder ausgelastet, wenn ich da jetzt was klicke. Schon den Codex angefangen vorzulesen? Immer mal, Razer, immer mal. Oppe will nur beweisen, dass sie wirklich lesen kann. Naja, zumindest Deutsch. Zumindest Deutsch. Ach so, haben wir jetzt von den Schatzkarten noch welche gemacht gehabt? 12? Nee, war auch nicht gemacht. Wir haben ja noch ein paar offen. Wir können noch ein paar Schatzkarten machen. Die 2 haben wir ja auch neu gefunden und die 3. Ah,
Schatzkarten? Ja, Mann! Ja, Mann! Das hier muss ich mir auch nochmal angucken. Die Seite mit Notizen. Da ist irgendwo ein Versteck. Irgendwo ist ein Versteck und ich will es finden. Wie viele Retterschnäpse habe ich noch? 4. Na gut, das reicht erstmal. Immer noch im Kloster? Nö. Krassandros, bin raus. Ich bin raus. Müsste eigentlich den Titel von meinem Stream umstellen. Das mache ich nachher in der Pause. Kann sie ruhig mal zeigen, dass er lesen kann? Wow, Angriffsmacht. Hau mal noch 10 Jahre drauf. War ja auch nicht so schlecht bisher. Naja. Naja. Zweite suche ich gerade im Kloster. Was suchst du im Kloster? Wer war Pius? Bruder Antonius. Der so nett war. Der Novize, der so richtig nett war eigentlich. Link als PN geschickt. Super, danke dir, Bernstein. Ohne sehr, sehr großes Gehaspel kann ich gar nicht laut lesen. Das ist alles eine Übungssache. Also ich ärgere mich tatsächlich jedes Mal, wenn ich mich verhaspel. Es ärgert mich. Aber es gibt auch Tage, da klappt es besser. Dann gibt es wieder Tage, da klappt es eben nicht so gut. Also es ist... Nun, kann ich immer super laufen. Wir könnten, was wir mal machen könnten, wäre das, die Hasenfelle zum Gerber zu bringen. Tierhäute. Archer? Ich will bloß mal in mein Inventar werfen. Na komm, aktualisiere. Zeig mir an, wo ich hin muss. Laut lesen lernt man auch mit der Zeit. Ja, genau. Das ist eine reine Übungssache. Und dadurch, dass ich ja durch das Stream an sich, also dadurch, dass ich auch eure Sätze immer mal vorlese, ist das wirklich eine reine Gewohnheitssache. Ist die in Thalberg abgeben? Zeigt er mir das jetzt gerade nicht an hier? Nimm Gerber, aber das ist eigentlich B. Hä? Gerade ganz merkwürdig. Weiß nicht, wo ich das hinbringen soll. Das ist sehr merkwürdig. Subnautica mit den Zeitkapseln so cool, dass andere Spieler dir Bilder oder Text und hoffentlich guten Loot in der Welt zurücklassen. Okay. Oh, ich wünsche dir viel Spaß, Bernstein. Hab einen tollen Sonntag. Eine Lese-Rechtschreibschwäche, ja, okay. Mittlerweile die Rechtschreibung weitestgehend drauf hab. Unsere Sätze immer mal vorlesen, was ist das? Ach, der Cottbusser Postkutscher und so weiter. Nach Thalberg? Also doch dahin. Ich bin halt nur verwirrt, weil der mir hier A anzeigt. Weißt du? T-Freak, das X ist meine Maus. Nach Thalberg, sagst du? Da gehe ich mit da mal hin. A und B auch immer dumm gelöst, okay. Kann ich laut lesen, weil mein Gehirn schneller arbeitet als mein Sprachzentrum und ich mich selber stören würde. Ja, aber das ist doch eigentlich bei jedem so. Das Gehirn ist sollte schneller sein. Ist eigentlich völlig normal. Dass du den Satz rein theoretisch schon weitergelesen hast. Dir gleich mal was schreiben? Schenkst sie du mir?
bin zur Hälfte auf der Straße. Gut, ich habe Angst. Onkel, was? Was ist denn los? Nichts gesagt, bin noch voll vor gestern. Alles gut, T-Freak. Alles in Ordnung. Hey, das ist natürlich echt verwirrend, Ella. Aber gut. Ich finde, es hat mich halt nur verwirrt, weil du nicht mal mit der Maus drüber gehen konntest. So. Und das ist dann halt, ne, wenn... Wenn es im Questlog als B markiert ist, also als B dasteht und auf der Map ein A markiert ist, aber du keinen Hint dafür kriegst, ist es halt schon irgendwie so ein bisschen... Danke. Sven, moin. Oh, uff. Ah. Andersherum ist, dass das Sprachzentrum schneller ist als das Hirn. Weiß nicht. Maledictum. Ja, doch, ich weiß warum. Ritter, ja, du sich für mich interessiert. Wenn ihm dann was rausrutscht. So, verdammt. Hätte er erst nachdenken sollen. Erst vorausliest und dann vorliest, um die Betonung auch richtig zu setzen, mache ich nicht nie. Also mache ich zumindest nicht beim... So, jetzt bei euch im Stream. Wir auch. Also ich kann ja nicht erstmal den Satz entspannt vorauslesen und dann, nachdem ich den Satz dann gelesen habe, lese ich ihn euch vor. Das mache ich halt momentan nicht. Soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Finde ich gut. Ich habe die heute für dich. Das finde ich gut. Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast es dir verdient. Wow. 25 Groschen? Benötigst du denn keine Häute? Ich brauche die Haut von einem stattlichen Hirsch. Ein reicher Händler will sich eine an die Wand hängen. Als ob irgendwer glauben würde, dass er ihn selbst erlegt hat. Okay. Hirschhaut. Was manche sagen, da kann das nur nicht schneller sein als das Sprachzentrum. Der hat richtig was springen lassen für die Hasen heute, ne? Also 25 Groschen ist schon richtig fett, du. Meine Güte, ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld anstellen soll. Pfeife. Das ist natürlich die Frage, ich weiß nicht, ob... Oh, warte mal, hier hinten. Jagdgebiet Hirsche. Praktisch. Das ist aber sehr, sehr günstig. Dass hier in der Nähe gleich eins ist, was ich offensichtlich auch schon mal gefunden habe. Hui! Verdammt. Ich hatte gehofft, ich schaffe das. Buri so, nein. Lass mich darüber nachdenken. Nein. Deutlich, dass sie Wort für Wort lesen und es klingt dann wie ein Roboter. Das hoffe ich, Nya, dass es nicht so ist. Das Gestrüpp ist schon nicht so einfach. Kenne ich das hier schon? Ja, das kenne ich.
Oh, ist das ein Grab? Oh, ich kann es nicht. Oh, ich kann nicht buddeln. Oh. Deine Angebetete wieder nicht besucht. Das stimmt, ja, das habe ich nicht. Das, ja, aber jetzt kann sie auch mal noch einen Tag mehr warten, blöde Kuh. Die Doofe. Alle paar Tage die Hufe vom Pferd neu beschlagen lassen muss. Ja, Gott sei Dank. Ein Glück. Das wäre fatal. Vergleich. Eher Witcher 3 oder das Game? No Cookie for You kann ich dir nicht sagen. Am Witcher 3 nicht gespielt. Und ich... Bitte? Ja. Und ich würde grundsätzlich Witcher 3 auch nicht unbedingt mit dem Spiel hier vergleichen. Die sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Es sind zwar beides Rollenspiele, klar. Und natürlich haben sie Quests und Nebenquests und so weiter. Aber unabhängig davon ist das hier ein sehr, sehr realistisches Spiel. Was dir wenig verzeiht. Witcher zum Beispiel ist, soweit ich zumindest weiß, also ich habe es mal angespielt privat, ist das vom... zum Beispiel vom Kampf her dann doch deutlich leichter, als es Kingdom Come ist. Also in dem Spiel hier musst du wirklich am Anfang extrem trainieren. Du musst ein bisschen frustresistent sein und so. Aber ich würde die zwei so grundsätzlich nicht unbedingt vergleichen wollen, weil sie doch sehr unterschiedlich sind. Hi Flaxus. Was habe ich gesagt? Was habe ich Ihnen gesagt, Flaxus? Was ist passiert? Anscheinend doch nicht. Ist doch nicht schlimm, Panik Joel. Einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen, und danke für den Follow jetzt. Und hey, Kronjäger, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 5 Monate im Kokon. Du hattest gestern Geburtstag und hast es in den 5 Minuten, in denen ich zugeschaut habe, nicht einmal erwähnt. Frechheit. Alles Gute nachträglich. Dankeschön, Kronjäger. Danke, danke und danke für 5 Monate Unterstützung. Nimm dir bitte einen dir wichtigen privaten Gegenstand mit in deine Gummizelle. Dankeschön. Ja. Panik reicht, alles klar. Hast du über deine zukünftige gelästert, als ich reinkam? Ja, hallo? Die lässt mich doch auch ständig warten. Die kann auch mal warten. Ich kann jetzt nicht. Nach 15 Tagen, dann bin ich wieder der Alte? Wenn, was? Was sind denn 15 Tagen? Wo stelle ich denn das jetzt hin? Hier? Ist das so, Flaxus? Oder Welle? Ja, Mann! Hallo, Wolfeling. Ich bin nicht mehr im Kloster. Ich muss das echt nachher, wenn ich Pause mache, muss ich das umstellen. Damit nicht alle denken, ich sei noch im Kloster. Aber das ist doch kein Hirsch, oder? Hirschleder, doch! Okay, dann war das natürlich jetzt sehr einfach. Dann war das sehr, sehr einfach. Schön, cool. Kann ich mich wieder in Rollmops umbenennen? Ach so, Sven. Hallo Makai, moin. Noch einmal neu begonnen. Eine schwere Rüstung? Habe ich. Habe ich an? Nö, ich habe nicht neu angefangen.
Krass, Handros. Er ist eine Gummizelle im Kokon. Ich glaube, die meisten, die dort sind, fühlen sich wohl. Hoffe ich zumindest. Broadhead, moin, Hallöchen. Kronjäger, ja, ich bin mit der Klosterquest durch. Ich bin durch, tatsächlich, ja. Keins erwischt? Doch, warte mal, das waren noch 4. So? Oh, warte. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Yippie! Gibt ordentlich Geld. Das gibt ordentlich Geld, sag ich euch. Das gibt Geld. Boah. Voll gemütlich musste meine heute Morgen räumen. Ist eine flauschige Gummizelle. Ja, Mann! Tja, so viel zum Räumen. Hanna! Juppie! Sven! Also Rollmops! Sven Rollmops! Vielen, vielen Dank, dass du die Hanna wieder in den Kokon holst. Hanna, du bleibst wohl noch ein bisschen. So wie es aussieht, bleibst du. Bedanke dich beim Sven und hab weiterhin viel Spaß in deiner wundervollen Gummizelle. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, in welchem Monat du bist, ehrlich gesagt, weil das ja jetzt schon ein paar sind. Vielleicht ist es der 3. und du bekommst jetzt Licht. Vielleicht ist es aber auch der 4. und du bekommst einen Lichtschalter. Ich weiß nicht. Hab auf jeden Fall weiterhin bitte viel Spaß und geh mit dem Sven einen an der Bar trinken und entspannt euch in der Lounge und so. Vielen, vielen lieben Dank, Sven. Dankeschön. Oder Nax, moin. Lecker. Uri? Vierter, glaube ich. Dann hast du jetzt tatsächlich schon den Lichtschalter, Hanna. Den Lichtschalter und Pantoffeln. Das ist doch toll. Also ich meine, hier gibt es bestimmt auch Wege in dem Wald, ne? Aber man kann natürlich auch querfeldein so. Ist halt nur ein bisschen anstrengend dann. Kräutergarten plündern wir mal. Yippie! Häppelchen, vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön für 5 Monate im Kokon. Danke, danke, danke für die anhaltende Unterstützung. Ach, das kann ich auch. Dankeschön, Hempelchen. Und nimm dir bitte einen dir wichtigen privaten Gegenstand mit in die Gummizelle, damit es sich ein bisschen heimeliger anfühlt. Dankeschön, mein Lieber. Danke, danke. Danke. Hallo? Jetzt einfach nicht drüber springt? Hallöchen, Jack. Moin. Das nehmen wir doch mit hier. Panda, einen wunderschönen guten Tag. Hi. So. Sehr schön, das schmeißen wir aber gleich ins... Pferdeinventar, damit das meist nicht so zumüllt. Stimmt, Spuri, du schleppst das alles gerne für mich, habe ich gehört.
Hallo Skraya. Moin und Dankeschön. Danke, danke. Diesmal haben wir es geschafft. Sehr gut. Uri, ich bin stolz auf dich. Hallöchen, Sunshine. Uff. Ah, uff. Im Lager nordöstlich von Neuhof. Warte mal, Neuhof? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, glaub nicht. Will aber auch nicht wissen, was da ist. Keinerlei Spoiler, ansonsten Kick Bann. Wenn was essen nach 20 Stunden, muss ich mal was essen. Ja, das verstehe ich. Mach das. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, da sind einige so krass stabil. Gibt viele von diesen sehr, sehr stabilen Büschen. Ich habe die heute für dich. Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast es dir verdient. ~25 jedes Mal nur? Das ist ja wohl witzlos. Es lohnt sich doch überhaupt nicht. Ey, ganz ehrlich. Also ohne Frechheit. Karl, was gibt's denn da zu lachen? Oder ist das ein Hallo? Bin mir nicht sicher. Überhaupt nicht lustig. Frech ist das. Frechheit. Oh, habt ihr hier gerade mal einen Trog zum wenigstens ein bisschen sauber machen? Was machst du denn da? Schön, dass du da bist. Ich müsste mich mal irgendwo sauber machen. Krass Handross, ich spiele das Spiel eben so, wie ich es spielen möchte. Indem ich halt möglichst viele Quests mitnehme, auch Nebenquests mitnehme und nicht durchrushe. Ich mag das nicht. Also vor allem bei Rollenspielen mag ich das überhaupt nicht, da einfach durchzurushen. Wenn das Spiel schon so viel Inhalt bietet, warum mir das alles entgehen lassen? Was geht da draußen vor? Chevron, man weiß ja nie. Vielleicht kann ich mir irgendwann eine Burg kaufen. Willkommen, Heinrich. Und rock mal moin, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ziehe meine Pantoffeln an und lerne für meine Klausur. Mach das, Hannah. Arme Kerl, wurde heftig über den Tisch gezogen. Was? Ist überhaupt nicht aus einer 14. Also ich meine, hallo? Das war ein Hallo. Ach so, Karl, moin moin. Du hast die Variante mit dem Safe-Game-Löschen getestet. Neues Spiel gestartet, der gleiche Fehler. Nach 90 Stunden Spielzeit. Oh, das ist übel, Flaxos. Wongi, moin moin. Willkommen, Heinrich. Alles teuer bezahlt. Mit deiner Ishide? Vermutlich, Kira Dust, aber das werde ich nicht jetzt machen. Die soll jetzt mal ruhig einen Tag warten. Ganz ehrlich, mich hat sie dann auch warten lassen. Das kann die jetzt auch. Blöde Kuh, blöde. Da kein Schnüscht. Also krass, Handros, wenn du tatsächlich immer wieder solche Aktivitäten mit den mit dem Häuten und sowas machen willst, ja, dann ist es ein endless Open-World-Spiel. Aber das Spiel hat nun mal auch normale Nebenquests, die dann wirklich beendet sind. Und es hat natürlich eine Main-Storyline. So. Und um die geht es mir.
Die sind mir wichtig. Und ja, ich mag solche Spiele. Ich habe Fallout auch sonst wie viele Stunden. 250, 300 Stunden, Skyrim ähnlich. Ähnlich viele Stunden. Klar, ich lasse mir Zeit. Warum soll ich hetzen? Wozu? Also, stresst mich irgendwas? Ist halt nicht. Warte mal, wir müssen auf die andere Seite und das machen wir am besten da unten. Ja, genau so, Kira, das, wie du mir, so ich dir. Guter Grundstein für eine Beziehung. Leicht abstechen können, der verhungert jetzt sicher, erzähl dann nicht, 81. Anfang nächster Woche soll der Patch kommen. Na, mal schauen, Chevron. Hast du irgendwas verloren bei dem Überfall? Nö. Ich hätte nur was looten können. Warum sollte ich was verlieren? Verlieren tust du da nichts. Das wäre mir absolut neu. Das ist halt nur, dass du dir halt in dem Moment natürlich Loot durch die Lappen gehen lässt. Das auf jeden Fall. Ein Wert von etwa 117 Euro laut Internet. Finde das nicht so schlecht. Ja gut, das stimmt natürlich. Aber dann bin ich ja stinkenreich mit meinen 21.000 Groschen. Dann bin ich ja quasi Milliardär. A nach B zu kommen wie in diesem Spiel. Vogelgesang, die Landschaften. Ich reite sehr gerne in dem Spiel. Flaxus ich grundsätzlich auch. Dauern die Spiele ähnlich lang? 200 Stunden sind mindestens normal. Eher mehr. Ja eben. Also bei solchen Rollenspielen finde ich das auch völlig normal. Das geht da nicht. Zuschauen beruhigt ungemein. Das freut mich. Kira, das freut mich sehr. Wenn du dich entspannen kannst, ist das absolut in Ordnung. Jeder, der damals ein Pferd und ein Schwert hatte, war schon reich. Das stimmt. Da hast du recht. Ja, habe ich, Karl. Ich habe mein Zeug wiederbekommen. Zum Glück. Zum Glück. Noch nicht ganz Millionärin. Verdammt. Verdammt. Sehe ich schon durch, nach über 100 Stunden. Schau dir sehr gerne zu, wie du es spielst. Sensual, einen wunderschönen guten Tag. Du hast es schon durch. Ich bin jetzt bei 88 Stunden oder 89 jetzt vermutlich. Hab's noch nicht durch. Ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen. Aber ich hab's auch nicht eilig. Ich hab Zeit. So viel Zeit. Hey, moin. Ich muss noch mehr klauen, ja. Ich will Milliardärin werden. 90 Stunden. Naja, dann halt 90. Moin. 272 Stunden gespielt. Kingdom Come? Hattest du Urlaub oder was? What the fuck? Im Osten hat man Zeit. Genauso sieht's aus. Dies scheint der Ort zu sein, von dem Sie sprachen. Sollte ich nicht vorher noch mal mit Ratzig sprechen, sag mal? Nicht, ob das gut ist. Aber wisst ihr, was wir erstmal machen? Klein Raupi muss für kleinen Raupis. Für kleine Flauschraupen. Hab ja irgendwie schon 3-4 Kaffee getrunken, glaube ich, jetzt im Stream. Ich müsste den mal wegschaffen.
Schnell. Und das machen wir. Holt euch was Frisches zu trinken. Geht für kleine Flauschraupen und dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Ja, so machen wir das. Bis gleich.